Gestern wurde endlich der erste vernünftige Duplizierungsglitch unter dem Update 1.1.2 veröffentlicht. Doch nur leider war die Euphorie bei einigen Leuten so schnell wieder vorbei, wie sie gekommen war. Denn um diesen Glitch ausführen zu können, müsst ihr in der Story schon ein bisschen vorangeschritten sein. Ihr benötigt nämlich 10 Herzen. Und nicht diese gelben, die ihr da oben sehen könnt, ihr benötigt 10 rote Herzen. Der Grund dafür ist ganz einfach zu erklären. Ihr müsst mit eurer Lebensenergie eine Pforte öffnen. Und habt ihr unter 10 Herzen, ja, dann war's das für euch. Game over. Aber keine Panik, Freunde. Damit müsst ihr euch nicht zufrieden geben, denn ihr seht, ich habe auch nur 4 rote Herzen und ich werde euch jetzt eine Möglichkeit präsentieren, wie ihr doch an diesen Ort kommen könnt, ohne 10 Herzen zu haben. Abfahrt, let's go! Wir starten in Hyrule und unsere Reise führt uns in den Süden, in das Pappelhochland und zwar genau zum Yuk-Um-Schrein. Ich zoome für euch die Karte jetzt mal ein bisschen dichter ran und habe hier ein Herz als Stempel gesetzt. Das ist der Ort, wo wir hinwollen, aber das Ganze müssen wir über den Untergrund machen. Im Untergrund ist es dann nicht der Yuk-Um-Schrein, sondern die Mukui-Wurzel. Und zu dieser müssen wir jetzt einmal hin. Natürlich hat nicht jeder von euch diese Wurzel bereits freigeschaltet, daher zeige ich euch auf der Oberfläche auch noch einmal, wie ihr dorthin gelangen könnt, und zwar über den Turm im Pappelhochland. Beim Turm angekommen, lasst ihr euch jetzt einfach in die Höhe schießen, ab geht's! Ich habe euch den Punkt auf der Karte jetzt einmal rot eingezeichnet, einfach hier mal kurz eingedreht und dann fliegen wir einfach mal rüber. Der Übergang ist hier sehr, sehr nah. Ihr benötigt nur den Sturzflug. Könnt natürlich auch das Parasegel auspacken. Aber in der Regel ist das fast gar nicht nötig. Da seht ihr schon, dort vorne müssen wir einmal hin. Am Abgrund angelangt, gleitet ihr nur noch hinunter und macht euch auf den Weg zu Mukui-Wurzel. Sobald ihr hier angekommen seid, werdet ihr sehen, hier lauert doch der ein oder andere Gegner. Ihr müsst aber nicht kämpfen, ihr könnt dem komplett aus dem Weg gehen. Wir schleichen uns einfach hier vorne an dieser Ruine ein Stückchen dran vorbei. Hier geht ihr einmal rechts rum. Hier vorne könnt ihr sehen, da sitzen so ein paar Kollegen beim Lagerfeuer. Da hinten ist noch ein Konstrukt, aber die lassen wir einfach in Ruhe. Hier einfach über die Stufen einmal rüber. Und dann stellt ihr euch genau hier in die Ecke. Ich zeige euch jetzt noch einmal den Punkt auf der Karte, zoom nochmal ran. Genau hier befinden wir uns jetzt und dort müsst ihr auch hin. Wenn wir jetzt einmal nach oben schauen, könnt ihr sehen den schwarzen Himmel und in der Mitte ja, ein weißer Kreis. Und dort müssen wir jetzt genau hin. Als nächstes bauen wir uns jetzt einen Heißluftballon. Dafür nehmen wir einen Schlitten. Den Heißluftballon selber und einen Flammenwerfer. Selbstverständlich könnten wir auch mit anderen Transportmitteln nach oben kommen. Wir könnten unser Moped nehmen. Wie ihr euch das bauen könnt, klickt es mal oben rechts. Da habe ich bereits ein Video zugemacht. Aber ich habe mich für den Heißluftballon entschieden, denn ich möchte so gerade wie möglich jetzt nach oben gelangen. Zum Schluss nur noch den Flammenwerfer richtig positioniert. Dann steigen wir auf, einmal gegengehämmert. Und dann geht die große Fahrt hier los. Wichtig ist auch, dass ihr genug Batterieleistung habt. Auch hierzu habe ich bereits ein Video veröffentlicht. Solltet ihr das verpasst haben, dann klickt jetzt mal oben rechts. Wir steigen immer höher und höher. Und sobald hier diese ersten Wolken erscheinen, habt ihr auch schon fast die erste Hälfte hinter euch gebracht. Es wird immer dunkler. Es wird immer unheimlicher. Und sobald da jetzt steht, entdeckt Abgrund am Bituo-Tal, seid ihr an eurem Ziel angelangt. Hier könnt ihr dann von eurem Heißluftballon abspringen. Den Rest erledigen wir im Gleitflug. Dreht euch mit eurem Gleiter in die Richtung, dass ihr diesen hellblauen Halbkreis oben am Bildschirmrand sehen könnt, denn dort müsst ihr jetzt einmal hinaufklettern. Es geht immer weiter in die Höhle hinauf. Und jetzt behaltet mal unten rechts euer Radar im Auge. Noch ist der Untergrund eingezeichnet, aber das wird hier gleich umswitchen auf die normale Oberflächenkarte. Noch ein kleines Stückchen höher. Die Wolken werden weniger. Könnt ihr sehen, wie weit ich schon hoch bin.
So, und genau hier, wo ich das Herz markiert habe, befinden wir uns auf der Oberfläche. Und das ist genau dieser Switching-Punkt, den wir jetzt benötigen. Jetzt brauchen wir einen Leunenbogen, der minimum 3 Pfeile gleichzeitig verschießen kann. 5 wäre besser, geht aber auch mit 3, dauert nur ein bisschen länger. Ich persönlich habe auch nur einen Leunenbogen mit 3 Pfeilen. Wir gehen zurück, bis der Nebel wieder einsetzt und die Karte in den Untergrund wechselt. Dann sind wir an dem richtigen Punkt angelangt. Packt den Bogen aus, macht das Item vorne ran, welches ihr duplizieren möchtet, und schießt es einmal oben in den Himmel. Und jetzt könnt ihr schon sehen, der Opal bleibt in der Luft hängen, dann funktioniert der Glitch. Wir haben angefangen mit 968 Opale, die Zahlen merken wir uns. Wenn der Abstand mal nicht stimmt, habt ihr gesehen, dann bleiben die halt nicht in der Luft hängen, sondern fallen vorne runter. Dann funktioniert es nicht, aber nicht weiter schlimm. Wählt einfach den nächsten aus und dann passt er schon. Jetzt gehen wir nach oben und ihr werdet sehen, jetzt fangen meine Opale an zu leuchten. Das bedeutet, wenn wir noch ein Stückchen weiter hochgehen, fallen diese jetzt einfach herunter. Klödelödel, und dann können wir sie hier alle flugs einsammeln. Manchmal bleibt der ein oder andere noch am Himmel hängen. Gehen wir unten durch. Und dann kommen sie auch. Das Einzige, was passieren kann, ja, die können natürlich mal runterrutschen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ansonsten müsst ihr eure Flugbahn einfach ein bisschen angleichen, dass die Steine hier nicht runterfallen können, sondern mehr oder weniger oben an der Kante stehen bleiben. Wenn ich mein Inventar jetzt öffne, könnt ihr sehen, ich bin schon bei 973. Ich habe den ein oder anderen Opal sicherlich eben nicht eingesammelt. Und wenn wir jetzt einen 5er Bogen nehmen würden, dann würden sich die Zahlen viel schneller erhöhen. Wir gehen wieder nach oben und starten die zweite Runde. Das Ganze könnt ihr jetzt so lange machen, wie ihr wollt. Es funktioniert wirklich mit jedem Item, welches ihr an einen Pfeil montieren könnt. Und es funktioniert mit jeder Version, mit der 112, mit der 111 oder mit der uralten 110. Ihr könnt auch problemlos diesen Ort jetzt wechseln, weiter in der Story fortfahren und braucht ihr neue Items, kehrt ihr einfach wieder zurück. Der Glitch funktioniert zu jeder Zeit. Wenn ihr fertig seid, einfach wieder hochgerannt. Hier fängt wieder alles zu blinken und dann fällt das runter, als wenn das hagelt. Und dann sammeln wir alles kräftig ein. Wie ihr sehen könnt, es wäre schon praktischer, wenn man hier oben das alles ein bisschen höher schießt. Dann rutschen die Opale und andere Items nicht nach unten. Macht das Einsammeln ein bisschen leichter, aber es geht. Wie ihr sehen könnt, das bleibt hier vorne auch liegen. Sammelt alles ein, was ihr benötigt. Das soll es dann auch schon mit dem heutigen Video gewesen sein. Hat es euch gefallen und konnte ich euch weiterhelfen, dann seid doch bitte so nett und lasst noch ein kostenloses Abo und ein Like da. Würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss und ciao, euer SureTalk. Bye bye.